Ein Artikel vom 16.01.2016. Binnen 24 Stunden. Kampf gegen Hetze im Netz. Neues Team löscht Hasskommentare bei Facebook. Auf Facebook soll künftig ein deutschsprachiges Löschteam Hassbotschaften aus dem Internet verbannen. Binnen 24 Stunden sollen entsprechende Kommentare von der Seite entfernt werden. Auch Kommentare auf Arabisch, Französisch, Türkisch sollen überprüft werden. Das US-Unternehmen Facebook geht künftig mit einem eigens engagierten Team von Deutschland aus gegen Hasskommentare in seinem Online-Netzwerk vor. Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten sogenannte Customer Care Agents. Nein, was lächerlich. Vom externen Dienstanbieter Avato eingestellt, um gezielt deutschsprachige Hetze auf Facebook aufzuspüren und zu löschen, berichtete der Spiegel am Freitag. Kleine Zwischenanmerkung. Erstens sollte klar sein, Spiegel ist auch irgendwie Bertelsmann. Und zweitens, wenn es doch um deutschsprachige Hetze geht, warum müssen die dann türkisch, arabisch, französisch oder sonst irgendwas reden? Ist doch scheißegal. Da kann ich genauso gut ein paar dazusetzen, die Blindenschrift können. Es interessiert doch nicht. Aber weiter im Text. Ein solcher Schritt war zuvor unter anderem vom Bundesjustizminister Streber Heiko Maas gefordert worden. Eine dreistellige Zahl von Agents wird von Berlin aus ausschließlich für Facebook-Inhalte überprüfen, bestätigte die Bertelsmann-Tochter Avato. Dabei würden nicht nur deutsche Muttersprachler eingesetzt, sondern auch Kontrolleure, die fließend Arabisch, Französisch oder Türkisch sprechen. Eine Facebook-Sprecherin sagte, mit der Investition wolle das Unternehmen sicherstellen, dass Verstöße gegen unsere Gemeinschaftsstandards effektiver bearbeitet würden. Das sagte also eine Sprecherin von Facebook. Aha. Und ich sage, dass man eigentlich nicht viel mehr den Bock zum Gärtner machen kann. Für viele Leute ist ja Bertelsmann irgendwie ein ehrenwerter Name, ein ehrenwertes Unternehmen, ehrenwerte Komplexe. Vielleicht hatte ja früher irgendwer die Bertelsmann Buchclubkarte und konnte sich was Schönes kaufen. Ging mir als Kind schon auf den Sack. Aber trotzdem und komischerweise verbinden Leute mit dem Begriff Bertelsmann irgendetwas Gutes. Aber nein, dem ist eben nicht so. Bertelsmann steht für Geld, für Macht, für Einfluss. Und das mit allen Unternehmen, die zu Bertelsmann gehören. Bertelsmann macht Politik, Bertelsmann macht Bildung. Oder besser gesagt, Verbildung, Missbildung, Fehlbildung. Bertelsmann macht Lobbyarbeit. Bertelsmann finanziert Kriege. Und vor allen Dingen, Bertelsmann macht Meinung. Hier mal eine nur ganz kleine Auswahl, wo Bertelsmann überall die Finger mit drin hat, im Bereich Medien. Down in the mountain, having trouble.
Okay, bis hierhin mal, so weit, so gut. Das war ein ganz kleiner Überblick über die Medien, die Millionen von Deutschen täglich konsumieren. Ja, nicht nur von Deutschen. Bertelsmann ist ja auf der ganzen Welt tätig, zählt zu den Top 10 der größten Medienunternehmen weltweit. Natürlich starke Verbindungen zu den USA, das nicht nur über die Atlantikbrücke oder die Atlantische Initiative oder den German Council on Foreign Relations, die Young Leaders und, wurde auch schon alles thematisiert. Dann die Verbindungen zu Sony, zu Warner Brothers, zu Time Magazine, New York Times, wie der ganze Scheiß da drüben heißt. Natürlich zu allen großen Hollywood-Freimaurer, Filmproduzenten, egal wie man es ausdrücken will. Also man kann schon sagen, dass die einen ziemlich großen Einfluss haben auf, naja, Leute, die eben nicht so viel und nicht so weit denken und diese Scheiße glauben, dass da fabriziert wird. Und bis hierhin habe ich noch nicht mal von der Bertelsmann Stiftung gesprochen. Das habe ich ja schon genug in meinen früheren Videos gemacht. Also wer Bertelsmann nicht kennt oder auch nur im geringsten meint, dass Bertelsmann irgendetwas Gutes tut und wichtig wäre oder man bräuchte die oder irgendetwas, hat sowieso schon irgendwie verschissen und abgekackt auf ganzer Linie. Die Bertelsmann Stiftung, nicht nur bekannt dafür, dass die NATO-Osterweiterung vorangetrieben wurde, dass sie eine knallharte neoliberale Schiene fährt, dass sie maßgeblich daran beteiligt ist, was in den jeweiligen Ländern an Bildungspolitik betrieben wird. Hartz IV zum Beispiel wurde von der Bertelsmann Stiftung geschrieben und so weiter und so fort. Okay, nun einmal zusammengefasst. Auch wenn dieses Kind nun einen anderen Namen hat und auch in diesem Bericht drin steht, dass Avato eine hundertprozentige Tochter ist von Bertelsmann und die können für mir aus auch 0815 im Quadrat heißen, Bertelsmann bleibt Bertelsmann. Das heißt ganz einfach, es ist egal, ob ich von Avato, von Grüner und Ja, von der ETL Group, von BMG Rights Management oder sonst irgendwas rede, es ist Bertelsmann. Das Kind hat nur einen anderen Namen, aber es ist Bertelsmann. Genauso wie wenn ich über Maggi rede, das ist Nestlé. Und genauso wie wenn ich über Mediamarkt und Saturn rede, das ist die Metro-Gruppe. Aus. Aber zurück zum Verblödungssystem von Bertelsmann. Diese Schiene von Meinungsmache und von Zensur, vor allen Dingen von Zensur, die ist ja so oder so absehbar, ne? Also es fehlt vor allen Dingen an Neutralität von Seiten von Avato. Es wird eine einseitige Instrumentalisierung, eine einseitige Meinung gemacht von Avato. Und für alle Schlaumeier, die nun irgendwo sitzen und sagen, ja, was machst denn du? Du bist doch auch nicht objektiv. Du bist doch auch einer, der nur einseitig berichtet. Ja, natürlich. Die da oben machen es doch genauso mit uns. Verdammt nochmal. Außerdem bin ich kein Journalist, der irgendwie sich verpflichtet hat, objektiv über irgendwas zu berichten. Ich habe keine Lobby im Arsch. Ich habe keine Geldgeber im Arsch. Und ich sage ganz einfach das, was ich sagen will. Unabhängig, frei und... Ne? Ich habe es nicht nötig, objektiv zu sein. Ob das nun richtig oder falsch ist, ist ein anderes Thema. Und vor allen Dingen, wer hat die legitimiert? Die Bertelsmänner. Um so eine Aufgabe auszuführen, nun sogenannte Hasskommentare bei Facebook zu löschen. Das ist ja schon ein Witz in sich, ne? In der sogenannten Bundesrepublik Deutschland ist keiner irgendwie legitimiert, für irgendetwas zu machen. Und dann kämen diese kleinen Warmduscher vom Bertelsmann und erzählen irgendwelchen Leuten, was sie zu sagen haben und was nicht, ne? Respekt. Was meint ihr denn, welche Kommentare hier gelöscht werden? Das können doch nur die Kommentare sein, die vorher schon in den ganzen Online-Foren und der ganze Scheiß, was vom Bertelsmann und auch vom Springer-Pack vorher schon zensiert, gelöscht oder gestoppt wurde, was man dort nicht schreiben oder zu lesen hat, genau das passiert ist bei Facebook. Wie viele Diskussionen sind denn nach dem Artikel gleich geschlossen? In den Spiegel, Stern, was weiß ich, diese ganze Scheiße, online. Bei brisanten Themen wird diese Diskussion oder diese Kommentarfunktion dann nicht mal aufgemacht. Bei brisanten Themen Kommentarverbot. Und wenn so viele negative Kommentare sind,
oder Kommentare, die nicht gelesen werden sollen, dann ist zu. Und ich frage mich echt, wenn dieselbe Firma diese und diese Kommentare löscht und so einen Einfluss und so eine Macht hat auf eine Meinung, eine veröffentlichte Meinung, dann kann ich auch dieser Firma nicht dieses Heft in die Hand geben und sagen, lösch mal Kommentare, das was mir nicht passt. Ja, echt, da sollte man mal darüber nachdenken. Wieso sind die von Bertelsmann jetzt prädestiniert und legitimiert, um irgendwie zu urteilen, was ein Hasskommentar ist? Wir haben doch Meinungsfreiheit, oder? Und wenn ich tausendmal sage, Merkel und Maas und diese ganze Politmarionetten da oben gehören aufgehangen, und dann sage ich es noch tausendmal, ist doch scheißegal. Ja gut, ich bin nicht bei Facebook, was rege ich mich eigentlich auf darüber, ne? Ich bin ja einer der Schlauen, der sich dieser scheiß CIA-Kacke nicht angeschlossen hat. Und trotzdem regt's mich auf. Und bei Google, YouTube ist es ja auch nicht besser. Da ist ja auch nur noch Zensur. Weil es nämlich genau in diese Richtung führt, in die, was wir schon seit Jahren sagen, wir bekommen einen Überwachungsstaat, Stasi 2.0, NWO ist auf dem Vormarsch, und immer noch scheint es keiner zu schnallen, was da abgeht. Und die Ereignisse von Köln, Bielefeld, Hamburg und wo überall in der Silvesternacht Frauen belästigt und was weiß ich noch alles wurden, das ist diesen Wichsern Wasser auf die Mühle. Natürlich brauchen wir nicht von Inszenierung oder sonst irgendwas zu reden. Nur mal so am Rande. Es gibt ja dieses Spiel, das sie seit Jahren verfolgen. El Tarrasch oder wie das heißt. Keine Ahnung, wird auch zu wenig in den Medien darüber geredet. Und wenn ich jetzt auf Facebook darauf aufmerksam machen würde und würde noch dazu schreiben, diese, die angeblich eine Kultur haben, das ist keine Kultur, das sie da verfolgen. Das ist auch keine islamistische Kultur, der irgendwas Vergewaltigungsspielchen zu machen. Flashmob-mäßig. Und dann wäre das ein Hasskommentar, wenn ich sagen würde, diese Wilden gehören genau dorthin geschickt, wo sie herkommen. Fahrt sie wieder darunter ans Mittelmeer, dann können sie mit ihrem Scheißboot wieder dorthin, wo sie hergekommen sind. Und hoffentlich ersaufen sie. Das ist ein Hasskommentar, hä? Hey, fuck you. Und echt, glaubt mir, ich mache das jetzt zum letzten Mal, dass ich mich rechtfertige. Und sage, natürlich sind nur die gemeint, die diese Verbrechen begangen haben. Denn auch das habe ich schon tausendmal gesagt. Dieses Political Correctness ist Bullshit. Ich rechtfertige mich nicht mehr dafür. Wer das nicht kapiert, dass in dieser, könnte man auch Hassrede nennen, nenn's doch wie du willst, ist mir egal, dass dann in dieser Hassrede nur die damit gemeint sind, die die Verbrechen begangen haben und sonst kein anderer. Also wer es nicht kapieren will, kann mich am Arsch lecken. Denn genau die, die es nicht kapieren wollen oder nicht kapieren können, weil sie doof sind wie ein Zehnerweg, das sind dann die, die dir auf Facebook erklären, was du zu sagen hast und was nicht. Wie gesagt, keine Rechtfertigung mehr, kein Entschuldigen mehr, bevor ich drei Sätze gesagt habe. Nichts mehr. Wer das immer noch nicht kapiert hat, kann mich am Arsch lecken. Am haarigen Arsch. Echt, auf der anderen Seite werden wir alle, wir Deutsche, unter Generalverdacht gestellt. Mit diesen Maßnahmen, die danach kommen. Mit der mehr Videoüberwachung, mit mehr Polizei, mit Vorratsdatenspeicherung und dieser ganze andere Überwachungskram. Und gerade dieser Jäger, dieser rote Pisser von NRW, der kriegt ja sowieso immer einen Steifen, wenn er irgendwas in Überwachung hört. Das wissen wir schon seit Jahren. Es spielt denen einfach nur in die Hände. Aber bleiben wir beim Thema. Betrachten wir uns nur noch kurz Avado selbst ein bisschen, die Unternehmensstruktur von dieser Bertelsmann-Tochter. Da haben wir die CRM Solutions. Diese Gruppe befasst sich mit Customer Relations Management. Das bedeutet Kundenmanagement oder Kundenpflege, sowas in der Art. Und da ist die ganz dick im Geschäft. Mit Callcenters, mit Data Mining, mit Kundenbindungsprogrammen, mit Kundenkontakten, mit Kundenkontaktdaten. Vor allen Dingen geht es um Daten, die ja mit Sicherheit vertraulich behandelt werden. Ne? Ja, ne, ist klar. Und einer ihrer größten Kunden dabei ist zum Beispiel die Lufthansa. An dieser Stelle ein kleiner Gruß an Conrebbe, die haben auch ein Backoffice-Service. Dann haben sie Digital Marketing.
Das bedeutet, in diesem Bereich wird großartig Geld verdient mit Direktmanagement, mit Direktmarketing, Medienplanung und mit Adresshandel. Da werden sogenannte Listbrokings geführt. Die verdienen eigentlich ihr großes Geld mit Inkasso-Dienstleistungen und Wirtschaftsauskünften. Und wie eben schon erwähnt, mit dem Handel von Daten. Deinen Daten. Unter anderem ist hier die Rede von Daten von der Stadtverwaltung, von den Gemeinden oder von sogenannten Passämtern oder Einwohnermeldeämter. Und auch Ärzte- und Krankenkassendaten kann man damit einbeziehen, weil Bertelsmann darauf auch erheblichen Einfluss nimmt. Dabei hat Bertelsmann ein Joint Venture zum Beispiel mit der Deutschen Post AG gegründet. Dann haben wir Financial Solutions. In diesem Bereich geht es wieder um Inkasso, um Buchhaltung, um Risikomanagement, um Finanzdienstleistungen. Dann haben wir IT Solutions. Dabei geht es um Computerrechenzentren, um Clouds und so weiter, um IT-Infrastruktur. Dann haben wir Print Solutions. Wie der Name schon sagt, im Druckbereich ist Avado hier Druckdienstleister. Dann haben wir Replication. Dort geht es um Vervielfältigungen von Datenträgern, von DVDs, CDs und so weiter. Und da sieht man dann auch wieder die enge Zusammenarbeit von Bertelsmann zu Sony, diese ganze Copyright-Scheiß und Urheberrecht und du darfst dir nichts ziehen und nichts brennen und der ganze Rotz. Oh, illegal, ja, ja. Und dann haben wir SIM Solutions. Dort geht es um Online-Shops, um Lagerhaltungen, um Marketing, um Design, um Logistik und so weiter. Jetzt an dieser Stelle fällt mir noch ganz kurz ein, bei all diesen Illusions und ITs und Trollolies war da nicht irgendwann mal etwas mit Amtssprache ist Deutsch? Ist ja auch egal, es ist wie es ist. Und deshalb kann sich ja jeder selbst die Frage stellen, wie neutral das ausfällt, wenn die zur Gesinnungspolizei gemacht werden. Und vor allen Dingen, was hier nicht zu vergessen ist, für all die Gutmenschen an die Lichterkettenschwenker und dieser ganze linksversiffte Scheiß. Wenn sie mit den sogenannten Rechten und Nazis und Hooligans, den Rockern oder den jetzt aufkommenden Bürgerwehren oder alles, was irgendwie bewaffnet ist oder bewaffnet sein könnte, und dem ganzen Kram, was die Lügepresse hier propagandiert, fertig sind. Und auch mit der AfD und Pegida. Und scheißegal, was ich von denen halte. Ich halte von denen nämlich gar nichts, genauso wie ich von den Linken. Tut aber nichts zur Sache. Aber wenn sie mit denen fertig sind, dann sind die systemfinanzierten Linken drin. Die Antifa-Idioten und dieser ganze Scheiß. Das glaubt auch ihr nicht, dass ihr nicht der nächste Feind seid. Um jetzt endgültig zum Abschluss zu kommen. Was diese Hasskommentare betrifft, was sind Hasskommentare? Beleidigung, der ganze Zeug. Habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Beleidigt, selbst schuld. Mal reinschauen, mal sich Gedanken machen. Echt jetzt? Können die, die die Meinung machen über die verschiedenen Medien und über diesen ganzen Einfluss, was sie haben? Kann sich ja jeder in aller Ruhe anschauen, wofür Bertelsmann steht, in den einzelnen Branchen, in den einzelnen Bereichen, für was das diese alles verantwortlich sind, was sie so alles auf dem Kerbholz haben. Und dann, sagt mir mal, die sollen diejenigen sein, die vorher die Meinung gemacht haben und dann bei Facebook entscheiden, was jemand sagen, denken und schreiben darf und was nicht. Schreibt's in die Kommentare. Und wenn nicht, zumindest ein Denkansatz ist es wert. Also dann, bis die Tage.